Ja, die Übersichtlichkeit letztlich, die kann ich nur, ich sage jetzt mal, rudimentär steuern. Wir haben nicht so viele Fenster, die hier auch aufploppen. Eins haben wir eben gesehen, das ist das über den Doppelklick auf eine Aufgabe entstanden, lässt sich natürlich hier über den Detailbereich wieder ausblenden, um einfach das Ganze ein bisschen organisierter darzustellen. Über den Rechtsklick auf eine Aufgabe sind ja diese Tools ebenso nutzbar. Das heißt, man muss jetzt, wenn man nicht unbedingt eine Unteraufgabe schaffen möchte, nicht unbedingt diesen Detailbereich auch einblenden. Wir sehen zum Beispiel auch hier, dass sogar solche Tools wie Aufgabe verschieben oder Aufgabe kopieren in eine andere Liste zur Verfügung gestellt werden. Deswegen ist es nicht unbedingt erforderlich, auch dieses Zusatzfenster dann extra aufzulassen. Wen es nicht stört, einfach einblenden. Ansonsten diese Features eben ganz normal nutzen, wie wir sie eben auch schon kennengelernt haben. Übrigens auch Drag and Drop geht, obwohl wir online sind. Ich nutze das also über die gedrückte linke Maustaste und ziehe es einfach auf einen anderen Ordner und man sieht, Meeting organisieren steht trotzdem drin. Obwohl ich es hier reingeschoben habe, weil es ursprünglich eben unter mein Tag hinzugefügt wurde. Das heißt, dieser Tag in mein Tag anzeigen, ich gehe nochmal über die rechte Maustaste, ist natürlich nach wie vor aktiv und kann dann hier entweder per Rechtsklick entfernt werden oder per Doppelklick hier über dieses kleine Feld, was jetzt grau ist, wieder ergänzt werden. Das wollte ich einfach nur noch mal zeigen. Das heißt, es ist nicht unbedingt nötig, die rechte Seite hier offen zu lassen, aber sie schadet auch nichts. Ansonsten haben wir hier natürlich unsere Ordnerstruktur nach wie vor und die wächst natürlich. Also das ist ja jetzt hier beispielhaft nur ergänzt. Wir können verschiedene Listen erstellen, neue Liste. Ich nenne es jetzt einfach mal Protokolle. Wenn ich zum Beispiel dafür zuständig bin, ich könnte eine Einsatzplanung schaffen. Natürlich jetzt nicht für riesige Teams, aber wenn ich nur eine kleine Gruppe habe, ist das natürlich möglich. Wir können Neukunden, Aufgaben, wir können sonstige Dinge hier noch zusätzlich anlegen. Also alles, was es so zu organisieren gilt, auch in einem Team, Budgetplanung, Qualitätsgespräche oder Qualifizierungsgespräche und so weiter und so fort. Das heißt, toben Sie sich hier gerne aus und ergänzen Sie hier Ihre einzelnen Listen, die Sie hier wunderbar eben editieren können über genau den Weg, den wir eben schon gegangen sind. Und für die bessere Übersicht ist es tatsächlich so, wie in Outlook eben die Favoriten, haben wir hier den Bereich Mein Tag und sobald eben hier ein Wert ergänzt wird. Ich schreibe das jetzt einfach mal so. Habe ich die Möglichkeit, per Rechtsklick das einfach hinzuzufügen. Also es ist keine große Aktion, das zu editieren. Für die Übersichtlichkeit ist dann eben diese Ansicht hier wertvoll. Ich persönlich würde Ihnen empfehlen, dass man dann hier tatsächlich nochmal die Sortierkriterien ergänzt, was auch immer man haben möchte. Ich denke, der Klassiker ist wahrscheinlich alphabetisch oder Fälligkeit, falls eben welche eingerichtet werden. Viele nutzen diese Listen ja auch wirklich nur um wie eine Art Strichliste, die man sich früher in Papierform letztlich irgendwo hingeschrieben hat. Das heißt, ohne Fälligkeit, ohne Erinnerung, ohne alles als Reminder für bestimmte Tätigkeiten. Deswegen wird wahrscheinlich dann auch erledigt dieser Status zum Beispiel hier relevant sein können oder eben wie wir es heute auch gesehen haben, Entschuldigung, das war der falsche Knopf, ich wollte über die drei Pünktchen gehen, sogar die erledigten ausblenden, dass sie gar nicht mehr erscheinen. Die sind dann wirklich nur ausgeblendet, also physisch tatsächlich noch da und dann habe ich hier natürlich die Möglichkeit, ein anderes Suchkriterium oder Sortierkriterium, sorry, zu ergänzen, zum Beispiel eben alphabetisch. Und das ist es im Grunde. Mehr kann ich hier nicht tun für die Übersichtlichkeit. Ich persönlich finde es eh schon sehr aufgeräumt, sehr strukturiert und kann sie deswegen empfehlen.